Hallo zusammen, hier ist wieder Tilla und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute mal wieder so ein kleines Video aus der Reihe Collection Update. Da hatte ich jetzt schon seit ein paar Monaten nichts mehr gemacht. Es ist irgendwie immer so ein bisschen was dazwischen gekommen. Jetzt nach zwei Wochen, wo ich ein bisschen erkältet war, dachte ich mir, komm, hockst dich mal ran und mach mir ein nächstes Collection Update Video. Das letzte hatte ich, glaube ich, vor 3 Monaten gemacht. Ich habe da immer meine schöne kleine Tabelle, wo ich das immer so ein bisschen mittracke. Das letzte hatten wir gemacht am 24.04. Jetzt haben wir quasi den 16.07. Also doch schon ein bisschen her, fast 3 Monate. Und ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt rein, wo ich gerade stehe, was ich so die letzte Zeit gemacht habe, beziehungsweise was so bei mir noch auf dem Zettel steht. Da das jetzt schon alles ein bisschen her ist, würde ich sagen, gehen wir über die groben Collector-Sachen drüber. Und zwar würde ich sagen, schauen wir mal erstmal so ein bisschen ins Mount Journal, Pets, Toys und solche Geschichten an. Können wir dann Achievement schauen und dann gehen wir so ein bisschen in All the Things bzw. Data for Azeroth. Da ist auch das eine oder andere Interessante, was wir gucken können. Also als erstes zu den Mounts. Da war ich ja eigentlich davor schon relativ weit. Viel hat sich jetzt nichts geändert. Ich habe erstmal im Plus habe ich fertig gemacht. Ne? Da war ich ja das letzte Mal noch ein bisschen dran. Ich hatte die ganzen 20er Keys erspielt, um auch die Heldentaten zu kriegen, beziehungsweise halt die 3K-Score, ne, dass ich dementsprechend das Heldentat-Gedönse bekomme. Wo haben wir es denn? Heldentaten, Dungeons, genau diese Geschichte und dann auch den Port für Tazavesh. Das hatte ich fertig gemacht. Mount hatte ich, glaube ich, schon. Was ich dann jetzt auch angefangen habe, was ihr gerade vielleicht schon gesehen habt, ich habe ein bisschen PvP gemacht, um dementsprechend auch das PvP-Mount zu kriegen. Was aktuell jetzt noch fehlt, sind die beiden Mounts, die quasi nächste Season erst freischaltbar sind. Also hier das PvP-Mount von der Season 4, als auch das PvE, also Mythic Plus Mount von der nächsten Season. Und dann fehlen mir noch beide Raid Mounts, heißt einmal das Raid Mount aus dem HC-Kill. Vermutlich werde ich mir jetzt die Tage noch einen HC-Kill schnell kaufen, dass ich das weg habe, weil aktuell bin ich überhaupt nicht am Raiden. Und dann gibt es noch das Mythic Mount, das mache ich aber wahrscheinlich erst in der 4. Season, weil da gibt es dann auch wieder neue Achievements und da muss ich dann eh mal gucken. Ne? Also soweit, so gut. Übrigens, das Mount für die Achievements im Raid habe ich schon gemacht, also das konnte man im Normal machen, habe ich mit einer Gruppe durchgeboxt, das habe ich jetzt quasi auch schon weg. Genau, dann bei den Pets ist eigentlich, glaube ich, das gleiche wie vorher auch, mir fehlt nur Murky aktuell. Ich bin schon ein bisschen am Überlegen. Im Discord ist einer das am Verkaufen, in dem WoW Market Discord. Ich glaube 125, 150 Millionen will er haben. Theoretisch hätte ich das Gold. Ist halt die Frage, ob man so viel raushauen will. Ne? Also da bin ich ein bisschen am Überlegen. Aktuell halte ich noch die Füße still, aber vielleicht hole ich es mir, weil halt auch das Letzte ist, was noch fehlen würde. Ne? Also wer das nicht kennt, das ist halt von der BlizzCon 2005. Das ist, glaube ich, die erste BlizzCon gewesen. Und naja, man konnte es halt nur damals kriegen, wenn man dort auf der BlizzCon war. Deswegen ist dieser Code halt relativ selten tatsächlich. Dann bei den Toys sieht es halt ähnlich aus. Da fehlt mir halt dieses unerschöpfliche Feuerwerk. Jetzt von den letzten Events, die waren, habe ich mir die Toys geholt. Da hatte ich auch Videos gemacht. Das war, glaube ich, dieses Sonnenwendfest. Ne? Da hat mir noch was gefehlt gehabt. Und ja, das Feuerwerk, das ist halt auch so ein Teil, was man leider nicht mehr kriegen kann. Das war ein ehemaliges Promotion-Toy. Genau, das sind jetzt soweit die Haupt-Collector-Sachen. Dann bei den Achievements hat sich eigentlich nicht viel getan. Wie gesagt, ich hatte den Achievement Run gemacht, also das hier, wo es dann auch das Mount gibt. Und sonst habe ich nicht sonderlich viele Achievements gemacht. Liegt einfach dran, mir fehlt halt nicht mehr sonderlich viel das Sinn jetzt. 36er Folge und alle diese 36er Folge sind halt unter Raids drin, ne? Heißt, da sind auch einige neue drin, wo man halt diesen Raid auf Schicksalhaft laufen muss. Das kann man halt erst nächste Season machen. Dann fehlt mir halt der aktuelle Raid im Mythic, ne? Da ich ja den aktuell nicht raide. Und was mir halt auch fehlt, ist der erste Raid im Mythic. Aber da man ja den eh auf Schicksalhaft laufen muss nächste Season, dachte ich mir, da brauche ich jetzt nichts machen. Ich warte auf nächste Season, dann mache ich sowohl den ersten Raid, Castle Nathria, als auch den aktuellen. Und dann hat sich das mit den Achievements. Ne? Also wenn ich die beiden Raids laufe auf Schicksalhaft, habe ich alle Achievements fertig. Und da warte ich jetzt halt noch so ein bisschen drauf. Was aber tatsächlich mich relativ weit zurückwirft. Ich bin nur auf World 77 mit den Erfolgen. Die haben das jetzt sogar, wie ich gesehen habe, gefixt hier. Dementsprechend wird Horde Allianz jetzt richtig angezeigt. Beziehungsweise nicht Dings hat es gefixt, die Seite, Data for Azeroth, sondern Blizzard hat es irgendwie gefixt. Ich habe jetzt bei meinem Horden und bei meinem Alichar in-game auch die gleichen Achievements, komischerweise. Warum auch immer, aber naja, ist eine coole Sache.
Gut, dann sind wir jetzt damit auch fertig. Jetzt können wir hier ein bisschen im Data for Azeroth mal reingucken. Ich bin aktuell ziemlich abgeschmiert auf dem World Rank. Ich bin nur noch World Rank 11 seit heute. Gestern war ich noch auf 10 und vor ein paar Tagen war ich noch ein bisschen besser gestanden, aber das Feld ist relativ nah beisammen. Seht ihr, also mit den Punkten 767.792 und erst bei 842, 876 und das sind dann immer nur ein paar Punkte auseinander, also so die ersten, die Platz 7, 8, 9, 10, 11 sind ziemlich nah beieinander. Vor ein paar Wochen war ich nur auf Platz 7, jetzt bin ich ziemlich abgeschmögelt, weil ich halt vor allem jetzt am Ende bei den Berufen, wo ich aktuell sehr am Farmen bin, lauter Zeug gemacht hat, wo man ein Rezept kriegt, aber ewig viel Zeit für verwenden muss. Ich kann das zum Beispiel mal zeigen. Ich habe ein Rezept gefarmt mit meinem Priester. Untersuchen wir den mal kurz. Haben wir den Mentionia? Wollte ich den Server nicht eingeben? Genau, da haben wir ihn. Und das ist ein Rang 3 Rezept für die Vantus-Rune zum Beispiel aus Dazar'alor. Ja? Und da bin ich halt, das kann bei jedem Boss in Dazar'alor droppen, aber hat halt eine beschissene Drop-Chance. Jetzt ist die Sache, ich bin da jede Woche im LFR durchgelaufen, im Normal, HC, Mythic. Für die Schwierigkeitsgrade muss man halt noch Leute suchen. Teilweise dauert das halt auch ewig, aber alleine die Zeit, was ich da durcheier, für alle Schwierigkeitsgrade, bist halt 4 Stunden unterwegs. Ne? Das jede Woche. Und das habe ich jetzt halt über x Wochen gemacht. Ich kann euch mal zeigen, wie viele Kills ich habe. Man kann das ja mittlerweile hier schön ansehen. Ihr seht, ich habe mit dem Char hier 12 bzw. 13 Kills auf die Bosse. Hier auch 12, 12 und da sind es nur 9 im LFR. Das habe ich nicht immer gemacht. Aber seht ihr, das sind halt x Monate, wo ich wirklich jede Woche da drin war. Ich habe mir das ausgerechnet. Das waren, glaube ich, über 50 Stunden, die ich nur in der Instanz war. Plus wahrscheinlich dasselbe nochmal, was ich Leute gesucht habe. Oh, für ein Rezept. Ich habe es jetzt letztens endlich gekriegt, aber das sind so Sachen, die kosten irre Zeit und bringen dann halt 10 Punkte unterm Strich, ne? Aber ich bin da halt irgendwie so, ich will lieber eins fertig machen, als jetzt irgendwie die schnellen Sachen zu machen, um im Ranking hochzusteigen, sondern halt eins komplett abzuhaken. Genau. Also deswegen, ja. Aber ich bin noch ein bisschen am Sparen mit diesen Marken vom Juve. Da gibt es ja einige Rezepte. Und wenn es gut läuft, kann ich die jetzt in ein paar Wochen abgeben und dann gibt es nur ordentlich Punkte. Da müsste ich, ja, da kriege ich dann so 250 Rezepte in etwa, A10 Punkte. Da müsste ich dann easy hier die alle in der Tasche haben. Vorausgesetzt, die hauen nicht extrem hoch mit den Punkten, aber mal gucken. Da müsste ich wieder so auf Platz 7 kommen, wenn es gut läuft, ne? Naja, gut, schauen wir uns mal weiter an. Also, ich habe hier auch eine kleine Tabelle gebastelt. Weil wir können erstmal hier gucken, ne? Also bei den Reputations ist es ja gleich geblieben, da bin ich, hatte ich ja alles fertig gemacht. Bei den Rezepten bin ich jetzt bei 7412, bin ich jetzt Platz 30, also bin ich ein bisschen hochgekommen. Quests hat sich, glaube ich, nicht viel verändert, Titel, Appearance habe ich ein paar gekriegt, Toys hat sich, glaube ich, auch nichts geändert und Pets soweit auch nicht. Aber wir können jetzt hier mal gucken, ich habe das schon mal eingetragen. Im Overall-Score habe ich 9000 irgendwas plus gemacht, Rating sind wir ja 3 runtergegangen, ne? Ich war vorher auf 8, jetzt bin ich ja nur noch auf 11. Dann Achievement-Punkte habe ich 265 plus gemacht. Das sind wahrscheinlich die Raid-Achievements plus ein paar, die neu reingekommen sind. Es gab, glaube ich, für Tazavesh nochmal irgendwie einen Erfolg, der neu reinkam. Und es gab ein paar Achievements, so Meta-Achievements, die man einfach bekommen hat, für alles Mögliche, die, was man hier in Shadowlands machen kann, ne? Ich weiß gar nicht, wo die drin sind. Könnte sein, dass die bei Sammlungen oder bei Erweiterungsfeatures drin waren. Ich weiß es gar nicht. Da gab es ziemlich große so Meta-Achievements. Da musst du wirklich alles Mögliche im Schlund machen und so. Keine Ahnung, wie die jetzt heißen. Ist auch relativ egal. Auf jeden Fall waren das wahrscheinlich die Achievements, schätze ich mal, ne, die da noch ein bisschen mit reingespielt haben. Bei uns habe ich 8 plus gemacht. Gut, das waren das PvP-Mount. Die zählen sogar zweifach, die PvP-Mounts, weil es eine Horden alle Allianz-Version gibt. Dann habe ich nochmal eins gecraftet in der Schmiede, was noch offen war. Das Mount aus dem Raid habe ich noch gekriegt. Sonst wisst ihr jetzt gar nicht. Ah ja, genau, es gab ein neues Mount jetzt im Shop, glaube ich, auch. Und eins für dieses Abo noch. Das gab es auch noch dazu. Also da sind schon ein bisschen was zusammen. Komm, Pet Score sind es auch nochmal 300. Stimmt, und für die Dragonflies Erweiterung gab es auch noch eins. Dann Toys sind es 8 Stück. Das waren, glaube ich, die jetzt aus den Events, ne? Appearance habe ich 1153. Ich habe einige Appearance gekriegt, tatsächlich, nebenbei. Ich habe ja Rezepte in alten Instanzen, alten Raids gefarmt auch
und Dazar Lore, was ich jede Woche abgelaufen bin, oder auch so Sachen wie, Dings war ich auch drin, Eternal Palace, da war auch so ein Rezept, da war ich fast genauso lang drin wie in Dazar Lore. Jetzt bin ich auch immer alle Schwierigkeitsgrade. Im Endeffekt lief es fast so, ich habe einen Abend für Dazar Lore rausgegangen, einen Abend für Eternal Palace, ne, und da wisst ihr schon, also da geht für so eine Sache ziemlich viel Zeit raus. Titel habe ich nochmal 4 gekriegt, da bin ich jetzt gar nicht sicher, was das alles für Dinger sind. Einer ist jetzt, glaube ich, hier für dieses Tournament gewesen, was aktuell am Laufen ist. Und wenn man da zuguckt, kriegt man so einen Titel. Ich weiß gar nicht, muss ich mal gucken, ob das noch, wenn ich jetzt in WoW reinklicke, der noch oben mit drin ist. Ja, genau. Furchtloser Zuschauer. Musst du 2 Stunden zuschauen, kriegst du den Titel. Ja, nehme ich natürlich mit, ne? Why not? Reputations, da bin ich ja fertig. Rezepte waren es 316. Quests waren es auch ein paar. 175 Quests habe ich gemacht. Weiß ich gar nicht. Klar, für ein paar Rezepte musste ich auch questen. Aber das sind doch einige tatsächlich. Ja, das soweit. Dann Pets 3, ne? Das sind ja die 300 Punkte. Dann im Feast of Strengths waren es 9, Legacy Achievements 0. Ich habe nochmal 8 Chars auf 60 gespielt. Ich habe ja einige, ich habe ja, glaube ich, 80, 90 Chars am Anfang auf Stufe 50 gehabt von Shadowlands. Und jetzt so langsam über die Expansion spiele ich die halt von 50 auf 60. Und das meistens nebenher bei Pet Battle. Ne? Also ist jetzt nicht schnell oder, also geht es nicht gerade schnell, aber so allgemein, so immer mal wieder, wenn ich mit dem zweiten Account nichts mache, ist immer ein bisschen Pet Battle. Ne? Das waren jetzt 8 Chars die letzten Monate, ist jetzt nicht viel, aber so langsam, ne? Ziehe ich meine Twink-Armada nach, seht ihr? Da waren 27, 32, 40, 48. Ich denke mal, bis zum Ende der Expansion habe ich vielleicht so 50, 60 Chars oder so. Und dann gucken wir mal. PvP habe ich jetzt ein bisschen gemacht über Arena halt, ne? 7 Ehrenstufen nochmal, also von 908 auf 915. Bringt im Endeffekt gar nichts, ne? 500 ist ja das höchste, wo du das Mount kriegst. Und halt auch ein paar ehrenhafte Siege, die bringen auch nichts, aber ich hab's mal hier drin. Und dann hier unten ist ja noch quasi im All the Things die Prozente. Ich habe jetzt aufgehört, die Druid-Prozente mit reinzumachen. Das letzte Mal war ich ja bei 98 und dann 97, als dann noch was reinkam. Ich gehe jetzt nur noch auf den Account-Modus, weil ich mache eh die Berufe und das ganze Zeug jetzt accountweit, da brauche ich mit dem Druid nicht mehr anfangen. Klar, ich kann mir da toll was einzubilden, wenn ich in den hohen 90ern bin, aber ich mache jetzt den Account-Modus und da lege ich jetzt den Fokus tatsächlich drauf. Genau. Und da sind wir jetzt bei 81%, beziehungsweise so ein bisschen über 30.000 Sachen fehlen mir noch. Also da habe ich schon ein bisschen was plus gemacht, 2.600 irgendwas Items weggekriegt. Und ja, ihr müsst auch rechnen, es sind mit den Patches auch einiges dazugekommen, also, oder die Leute von All the Things basteln immer wieder Sachen dazu, weil sie ja dementsprechend immer mal wieder neues Zeug finden über Patches oder allgemein halt so. Ja, also da habe ich wahrscheinlich mehr weggemacht, als da drin steht, aber ja, das ist halt ein bisschen schwer zu tracken, wenn eine neue Version kommt und dann neues Stuff drin ist. Gut, dann wären wir soweit durch. Dann können wir so ein bisschen genauer noch reingucken. Also ihr wisst ja vielleicht, das letzte Mal habe ich es ja, glaube ich, schon auch gezeigt gehabt. Ich bin hauptsächlich in den Berufen aktuell am Zeug machen. Und da bin ich gut weitergekommen. Wir können vielleicht erstmal hier oben reinschauen bei hergestellten Items. Da habe ich jetzt nur ein einziges drin. Und zwar ist es eine Taille, die leider beim Aufheben gebunden ist. Und die kriegst du überall hier. Da kannst du jeden Tag so einen Cooldown herstellen. Da kannst du eine Tasche mit Ankerkraut quasi transmutieren aus anderen Kräutern. Und in der Tasche kriegst du halt einen Haufen Ankerkraut. Ne? Dafür ist es eigentlich da. Und es gibt zusätzlich, wenn man Glück hat, noch einen Gürtel raus. Das habe ich extra jetzt mit einem Kettenträger gemacht. Macht das seit ein paar Wochen jeden Tag. Kommt einfach nicht. Ne? Ist halt ein bisschen ätzend. Sonst habe ich alle Sachen, die man irgendwie über Berufe herstellen kann, also mit jedem Beruf, alle Transmog-Teile tatsächlich geholt. Und da gibt es dann auch noch ein paar andere Sachen. Letztens waren es noch für diesen Chiefs, konnte man lauter so Module noch herstellen und so. Da habe ich auch einen Haufen Gold reingewastet. Zum Glück habe ich das zumindest fertig. Dann können wir in die anderen Berufe noch reingucken. Mir fehlt jetzt noch bei Archäologie eine Geschichte. Das ist aber kein Rezept, sondern das ist halt Zinnrock. Ne? Das ist die Waffe. Das habe ich bis jetzt nicht groß gefahren. Bei Angeln ist es auch kein Rezept. Das sind halt einfach hier 2 Sachen, die man aus diesem komprimierten Ozean rausangeln kann. Dann bei Inschriftenkunde, das bei Cutter ist irgendwie buggy, da wird einfach nur der Beruf angezeigt, das ist nix. Aber mir fehlen noch 2 Rezepte, und zwar Glyphe Sturmwacht und Vertrag die Altgebundenen. Und diese beiden Sachen kriegt man jeweils aus einer Paragon-Kiste raus. Das ist halt einmal, ne, von dieser Sturmwacht-Fraktion die Paragon-Kiste und das von den Altgebundenen.
Da habe ich schon zwei aufgemacht, von denen war es leider nicht drin. Scheint die Dropchance nicht so hoch zu sein. Und bei den Eidgebunden, das ist ja die Horde-Fraktion, da bin ich halt quasi gerade dran, den Fraktionen hochzuziehen. Da bin ich jetzt, glaube ich, so bei der Hälfte von respektvoll, irgendwie so 13.000, 14.000. Da ja, werde ich noch ein bisschen brauchen, um dementsprechend den Ruf fertig zu kriegen. Sonst habe ich alle anderen Inschriftenkunde-Rezepte. Die letzten beiden, die ich mir geholt habe, waren, wie gesagt, dieses aus Dazar'a Lor und das aus Eternal Palace. Und es hat ewig gedauert. Und ein Ding war noch lucky. Und zwar, es gibt so einen so ein Rezept, Rang 3, für, ich glaube, so ein Kompendium, wo du umskillen kannst. Und das ist übelst selten. Das ist, soll eigentlich anscheinend auch verbuggt sein oder so, I don't know. Zumindest war es auf WoW Head gestanden. Und das hatte ich auch noch hier drin stehen. Und dann wurde ich darauf hingewiesen, dass ich auf Data for Azeroth, dass das quasi als gesammelt schon drin stand. Also man kann ja hier auf Data for Azeroth auf Rezepte gehen und sich dann zum Beispiel bestimmten Beruf anschauen, zum Beispiel Inschriftenkunde und dann halt, warte mal, obtainable. Das. Da kann man sich die anzeigen lassen. Irgendwie funktioniert es jetzt gerade nicht, was ich euch zeigen wollte. Auf jeden Fall wurde mir dann gesagt hier, ich habe das eine Rezept und dann ist mir aufgefallen, okay, ich habe es im Data for Azeroth, aber hier nicht. Und dann habe ich meine Twinks so ein bisschen durchgeguckt und dann habe ich gesehen, ich habe auf irgendeinem Twink, den ich seit ewig nicht gespielt habe, habe ich anscheinend damals in Legion das Rezept gekriegt und ich muss es nicht mehr farmen. Und das war halt schon echt nice. Und später ist mir dann noch aufgefallen, dass ein anderes Juve-Rezept, was halt auch übelst selten ist, das ich auf diesem Twink auch hatte. Und ich denke mir so, ich habe auf dem Chani was gemacht, keine Ahnung, wie ich da die Rezepte gekriegt habe, aber ich will mich nicht beschweren, sind es ein paar Sachen weniger, die ich brauche. Gut, also das ist Inschriftenkunde. Dann Juve ist das andere, wo noch ein bisschen was ist. Hier habe ich noch, hatte, muss ich sagen, zwei Rezepte in Legion. Da laufe ich jeden Tag immer in jeweils zwei HC-Instanzen. Das ist einmal quasi House of Valor und dann noch Finsterherz-Ticket ist das, glaube ich. Oder war es zumindest. Die beiden, das aus Finsterherz-Ticket hatte dieser eine Gammeltwink irgendwie bekommen mal. I don't know wie, aber ich will mir nicht beschweren. Jetzt muss ich quasi nur noch die Hallen der Tapferkeit laufen und Odin immer einen Besuch abstatten. Genau, das ist noch ein Rezept und ihr seht hier, bei Wottl und Cutter sind sehr viele Sachen drin und das sind diese Marken, die ich vorher mal erwähnt hatte. Sowohl in Wottl als auch in Cutter kann man täglich eine Daily machen und man kriegt halt immer eine Marke und dann brauchst du halt, je nachdem für welche Rezepte, verschieden viele Marken. Manche brauchen eine Marke, manche brauchen zwei, drei, vier oder fünf. Heißt, du brauchst verdammt viele Marken, um alle Rezepte zu holen. In Wottl sind es, glaube ich, irgendwie 400... da sind es glaube ich 394, also knappe 400 Marken. Die habe ich tatsächlich schon fertig vor einer Weile. Und in Cutter sind es mehr, dann sind es glaube ich 600 irgendwas Marken, wenn du jedes Rezept so kaufst. Es gibt aber bei einem Händler auch eine Möglichkeit, dass du für weniger Marken ein Random-Rezept kriegst. Das sind, glaube ich, so epische Rezepte, da kostet jedes 5 Marken und du kannst dann mit dem Händler ein Random-Rezept kriegen für 3 oder 4 Marken. Heißt, wenn du immer die Random-Version nimmst, kommst du halt günstiger weg. Und dann brauchst du, glaube ich, was habe ich ausgerechnet, 525. Und ich bin jetzt bei Cutter, glaube ich, bei 485, 84, irgendwie sowas. Heißt, ich brauche jetzt noch so 40 Marken. Ja. Ich mache das Ganze mit 2 Chars, heißt so um die 20 Tage brauche ich noch, vielleicht einen Ticken mehr oder weniger, je nachdem. Und dann bin ich damit fertig. Und dann kaufe ich mir die mal alle. Wenn ich die fertig habe, habe ich auch vor, jeweils ein Video zu machen zu den Dingern, weil das halt jetzt echt über ein Jahr jeden Tag diese Kack-Daily war. Also ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt, ne? Das wird dann sonst peinlich, aber da bin ich auf jeden Fall dran. Das sind auch die zwei großen Punkte, die ich noch brauche an Rezepten. Das andere ist hier Schlossknacken, das ist halt einfach beim Schurken, aber das sind nur Temok-Teile, also das hat auch nichts mit Rezepten zu tun, wie ihr seht. Da kriegst du dann nur irgendwelche Waffen raus, das ist halt hier auch bei Berufen drin. Bei Bergbau ist eine World-Quest drin, wo man halt Inferno-Schiefel kriegt und das braucht man anscheinend für irgendeine Rogue-Quest, also das hat auch nichts mit Rezepten zu tun. Und bei Schneider ist halt noch so ein Hut drin. Und das ist halt ein Cutter World Drop und ja, das kannst du halt am besten farmen anscheinend bei einem Cutter World Boss. Ich habe mir ja ein paar WoW Head Kommentare durchgelesen und Leute meinen, sie haben da
2.000, 3.000 Mal den Worldboss umgehauen, bis sie das Rezept hatten. Und beim Worldboss ist jetzt nicht so wie ein MOP, dass der alle Viertelstunde spawnt, sondern der hat halt, glaube ich, einen Spawn-Timer von 4-5 Stunden. Und das ist jetzt mittlerweile der reduzierte Spawn-Timer. Früher hat er einen Spawn-Timer von ein paar Tagen gehabt. Also, ja, das ist halt... Also, weiß ich nicht, wie ich das vernünftig farmen soll, kann, I don't know. Das wird halt noch richtig ätzend, ne? Von diesen selben Worldbossen gibt es auch hier in Qatar, ich glaube, außer 3 oder 4 Items gibt es alle quasi über die Marken und über diese Kronen. Hier seht ihr, das ist auch Worldbeute, die kann man auch von dem bekommen. Die Geschichte ist aber, dass die Juve-Dinger, glaube ich, nicht gebunden sind. Also die könnte man theoretisch auch mal hart kaufen. Das Schneider-Ding ist leider gebunden, ne? Also das musst du selber farmen, das hilft leider nichts. Heißt, aktuell ist es eigentlich echt überschaubar. Ich habe halt, was ich aktuell noch farmen kann, das Juve-Ding hier, das farme ich aktuell. Ich mache jeden Tag diese Daily-Dinger und farme halt den Paragon-Ruf, ne? Und ja, soweit so gut. Und dann wäre es halt noch dieses Worldboss-Gedönse, aber da muss ich mir was überlegen. Vielleicht mache ich mir ein paar Test-Accounts, stelle die an diesen Worldboss hin und immer wenn er da ist, lade ich mich selber ein mit einem Main-Account und hol den. So könnte man es vielleicht ein bisschen effizienter farmen, aber da bin ich noch ein bisschen am überlegen. Genau, soweit so gut. Ich habe mir das Ganze auch ein bisschen jetzt angeguckt, hier um nochmal auf Data zurückzukommen. Genau, jetzt habe ich hier mal die ganzen Rezepte drin. Hier kann man sich halt dann so ein bisschen den Stuff angucken, den man noch braucht. Irgendwie habe ich jetzt irgendwas verstellt. Ah, da sind dann die ganzen alten Sachen drin, ne? Die man nicht mehr bekommen kann, die Unobtainables. Hier sind noch ein paar Sachen drin, die auch teilweise buggen. Jetzt habe ich es, glaube ich, richtig eingestellt, genau, dass ich nur die Not Collected-Geschichten habe. Hier gibt es ein paar Sachen, die missing von der IP sind. Die kann man als auch eigentlich auch mal rausnehmen, weil die buggen halt einfach. Ne? Bei Kochen fehlt mir nämlich theoretisch auch noch was, was jetzt nicht im All of Things drin ist. Und das sind hier diese Sachen, die man über Pilgerfreunde, glaube ich, kriegt. Und das sind halt Hordenrezepte, ne? Mit meinem Ali habe ich meine ganzen Kochrezepte, aber mit dem Hordler tatsächlich nicht. Und das muss ich halt irgendwann noch machen, wenn jetzt dann Dings rauskommt. Wenn jetzt dann hier Pilgerfreunde wieder ist, das ist, glaube ich, Ende vom Jahr irgendwann. Und da muss ich mal loslegen, ne? Also das sind dann ein paar hier raus. Inschriftenkunde sind die beiden Rezepte. Juve sind diese ganzen, ne? Jeder ist raus, Mining ist raus, Skinning ist raus und Taylor ist das eine, ne? Wenn ich jetzt die ganzen Rezepte mal einblende, dann kann ich jetzt hier noch 255 bekommen, ne? Und wenn wir hier reingucken, ich bin jetzt bei 7412. Aufrennen 7412 plus die 255, dann wäre ich bei 7667. Ich kann, glaube ich, nicht ganz auf Platz 1 kommen, weil da einer noch ein paar alte rausgepatchte Rezepte hat. Genau, der hat leider einen Ticken mehr, ne? Seht ihr? Der hat leider dann 2 Stück mehr als ich, was ich maximal kriegen kann. Und das eine Schneider-Rezept, das wird eh noch kritisch, ob ich das überhaupt kriegen kann, aber ich denke mal, auf Platz 2 komme ich auf jeden Fall damit. Zumindest, wenn ich meine ganzen Juve-Marken einlöse, dann müsste ich es eigentlich auf jeden Fall schon haben. Also das sieht gut aus. Genau, so viel zu den Berufen. Aktuell bin ich jetzt gerade mit den Twinks dran, so ein bisschen hier im Bereich Erweiterungsfeature Shadowlands diese Paktsachen zu machen. Und zwar gibt es da ja verschiedene Gebäude und da gibt es dann noch irgendwie T-Mox-Sachen, ne, die man holen kann, diese ganzen Sets. Und ich habe zwar alles an Set-Sachen mit Leder, weil ich das am Anfang der Expansion mit meinem Main gemacht habe und auch die ganzen Achievements und so, aber was ich halt nicht habe, sind die ganzen anderen Rüstungsklassen, ne? Also da gibt es ja dann, jetzt können wir zum Beispiel hier mal reingucken, gibt es ja dann alle möglichen Items noch für Stoff und Kette und so weiter. Und deswegen habe ich angefangen, so ein bisschen die Gebäude aufzubauen. Ich habe sowohl bei den Kyrianern, Necrolords, Nightfear und Ventir, habe ich die ganzen Special-Pakt-Features sowohl mit einem Plattenschar gemacht, mit einem Kettenschar, als auch mit einem Stoffschar. Habe ich mir die ganzen Gebäude aufgebaut. Und dementsprechend
warte mal, ich kann jetzt mal kurz auch noch umloggen, fällt mir gerade ein, da wollte ich auch noch irgendwas zeigen, die ganzen Gebäude aufgebaut und so ein bisschen geguckt, dass ich dementsprechend diese Pakt-Feature-Sachen freischalte, denn bei einigen von diesen Pakt-Featuren musst du halt blöderweise doch einiges machen, ne? Zum Beispiel bei den Necrolords ist es so, dass man ja hier zwei Sets über das Pakt-Feature kriegt. Und zwar einmal gibt es da über diese Weekly-Quests-Items, die sind dann immer random drin, ne? Und da muss man sich erstmal das Gebäude quasi hochbasteln, dass man auf 5, dass man alle von diesen Monstrositäten einmal herstellen kann und dann dementsprechend jede Woche hat man dann halt eine Quest von einem NPC und dann muss man halt Luck haben, dass man dementsprechend dieses eine T-Mog-Teil kriegt. Das ist übelst ätzend und das ist halt einfach eine langwierige Sache. Muss man halt erstmal das Gebäude bauen, die ganzen NPCs bauen und dann jede Woche einmal reinschauen. Und dann gibt es noch ein zweites Set, das man quasi über Unity bekommt. Und da gibt es einen Discord, wo das immer gecallt wird, ne? Also mit Unity funktioniert das quasi folgendermaßen. Du hast dieses Konstrukt, diese Monstrosität. Und wenn du dann World Quest in Maldraxxus machst, gibt es eine Chance, dass du dementsprechend ein Item kriegst. Die ist aber nicht random, die Chance, sondern es ist für alle die gleiche World Quest, alle paar Tage, alle paar Wochen, manchmal so dauert es sogar über einen Monat, dass eine bestimmte Quest, wenn du Unity dabei hast und die World Quest abschließt, dass du einfach das Teil kriegst. Wenn du nicht weißt, welche Quest das ist, hast du die Problematik, dass du halt jeden Tag alle World Quests machst, einen Haufen Zeit rein investierst und dann nur bei der einen das aber kriegen kannst. Der Vorteil mit dem Discord ist einfach, da gibt es dann Leute, die callen das einfach. Hey, ich habe heute von der World Quest das gekriegt. Und dann musst du nur alle paar Wochen einmal einloggen, Unity mitnehmen, eine World Quest machen und kriegst dann einen Teil wieder. Ne? Das ist sogar nicht mehr fest, welches Teil du kriegst, sondern du kriegst einfach eins, das dir fehlt. Und ja, deswegen habe ich versucht, jetzt erstmal die Monstrositätenflickerei mit einzubauen. Ich habe bis jetzt noch nicht genug von diesen Knochendingern. Oder seltene Teile heißen die, glaube ich. Um dementsprechend um dementsprechend quasi das zu bauen zu können, aber ich denke mal, in einer Woche oder zwei müsste ich es haben. Und bei den anderen Covenants, ne, habe ich jetzt das Konservatorium der Königin, zum Beispiel Nightfish, schon komplett hochgebaut. Da ist es ganz praktisch, weil du dementsprechend einfach nur das auf 5 bauen musst und dann kannst du beim Händler einfach das Zeug für Anima kaufen. Das ist eigentlich schick. Und das andere Set bei beim Konservatorium kriegst du, glaube ich, von der Ruffraktion und da bin ich jetzt gerade dran, jeden Tag die Dailies zu machen. Da musst du hier. Da gibt es, das ist, glaube ich, der Hof der Nacht, ne? Da kannst du, wenn du den Anima-Kontaktor aktivierst, kannst du hier zwei World-Quests machen, zwei normale Daily-Quests, eine World-Quest, kannst du zwei Rares umhauen, kriegst du Ruf und da bin ich halt jetzt mit meinen 3 Chars jeden Tag das Zeug am Erledigen. Das geht schon. Ich glaube, ich habe mir ausgerechnet, knapp 2 Wochen musst du jeden Tag den Stuff machen, der vielleicht 20 Minuten dauert oder so und dann hast du den Ruf oben, kannst das Set auch kaufen. Ne? Und hier bei Revendreth musst du halt einmal komplett die Dings hochbauen, den Gluthof, wobei ich glaube, ich muss ihn nur auf 4 hauen, denn für das Set beim Gluthof musst du tatsächlich nur den Ruf hochhauen und den Ruf kriegst du, indem du dann mit deinen NPCs im Gluthof quasi den Gluthof erfolgreich abschließt, also die zufriedenstellst und 4 Anhänger kriegst du halt, wenn du den Gluthof auf 4 hast. Heißt, du musst ihn nicht mal auf 5 machen. Auf 5 kriegst du halt nur mehr Zufriedenheit. Aber eigentlich müsste es auch so klappen, die Anhänger zu pleasen. Du brauchst halt bloß 4, dass du 4-mal Ruf kriegst. Ne? Das ist halt so die Geschichte. Und das andere Teil kriegst du über diese Spiegel. Deswegen musste ich da auch das Reisenetzwerk auf Max ballern, um halt die Spiegel zu kriegen. Und das letzte bei den bei der Bastion, da ist es so, dass du halt diese Kyriana-Arena hochbasteln muss, da kriegst du, glaube ich, wenn du die Typen besiegst, in höheren Schwierigkeit das erste Set und das zweite Set kannst du beim Händler kaufen, wenn du dann das Meta-Achievement hast. Und beim Meta-Achievement ist es so, da musst du, glaube ich, alle Typen in der höchsten Schwierigkeitsgrad mit jedem von den NPCs besiegen. Heißt, du musst 30 der schweren, also alle 30 der schweren Kämpfe spielen. Und das Problem ist, das zählt halt pro Char nur. Heißt, ich muss nochmal mit meinem Stoffchar das machen, nochmal mit meinem Kettenchar das machen und mit meinem Plattenchar. Also das Gebäude habe ich bis jetzt gebaut, aber ich habe noch nicht die Kämpfe angefangen, weil das wird noch ein bisschen dauern. Das kann man dann auf einmal durchziehen. Jetzt mache ich erstmal so, das ist Daily-Zeug, ne? Also meine Monstrositäten jede Woche, Daily die Nightfee-Sachen abklappern, Daily die Ventierspiegel und einmal weekly quasi den Gluthof spielen. Also es ist schon ziemlich viel Aufwand. Und ich hatte
ich hatte 500.000 oder 600.000 Anima rumliegen und dachte mir, easy, das wird alles reichen, ne? Weil es über ein Add-on wird ja hier angezeigt, wie viel Anima man braucht. Ne? Mir wurde irgendwie 500 irgendwas 1000 angezeigt, brauche ich noch. Dachte mir, ah, ich habe 600.000, easy. Jetzt habe ich die Gebäude alle abgegradet. Alleine alle Gebäude mit drei Rüstungsklassen abzugraden, hat mich fast 600.000 Anima gekostet. Jetzt ist mein ganzes Anima weg und ich muss mir danach noch die Sachen kaufen. Also jetzt muss ich nochmal anfangen, Anima zu farmen. Richtig ätzend. So, was ich euch aber jetzt noch zeigen wollte, warum ich hier rüber gelockt bin, und zwar, ich habe ja Kräuterkunde und Bergbau die Rezepte gefarmt. Und das war so das Letzte, was ich bei den Berufen gefarmt habe. Ich habe auch, also bei den ganzen Sammel- oder bei den ganzen Craft-Berufen haben teilweise die letzten Rezepte ewig gedauert. Zum Beispiel war ich, glaube ich, mal 8 Stunden am Stück oder, ja, ich glaube, 8 Stunden am Stück war ich mal Mechagon am Farmen für ein scheiß Rezept, was halt beim, ich glaube, 6. Boss oder so droppt. Und das war halt ein Rezept, ne? Und das habe ich über mehrere Tage immer mal wieder gefarmt. Und solche Sachen sind ätzend. Und dann hatte ich nur noch am Ende Kräuterkunde Bergbau zu farmen und dachte mir, das ist ja kein Stress. Das geht ja schnell, ne? Ja, Pustekuchen. Ich soll euch mal zeigen, wie viele Kräuter und Erze ich gefarmt habe, um diese jeweiligen Rang 3 Sachen zu kriegen. Also ich kann euch das mal zeigen. Es gibt bei Kräuterkunde und Bergbau gibt es nicht viele Rezepte zum Farmen. Es gibt halt sowohl in der Verheerten Küste als auch in Kultiras halt die Ränge, und die kriegst du meistens, wenn du hier in Kultiras waren es, glaube ich, meistens Quests. Das ging schnell, da habe ich, seht ihr auch, sind kaum Kräuter drin. Also das hier geht richtig schnell, Kultiras. Aber Verheerte Insel, sowohl Kräuterkunde als auch Bergbau, wo haben wir es da, dauern diese Sachen in Legion ewig. Wenn wir jetzt gucken, ich habe, ne, hier für Atrill habe ich 2000 irgendwas gefarmt. Das ist nicht viel, das geht. Traumlaub, um Rang 3 zu kriegen, nicht mal 1000, das geht auch. Also 1000 Zeug zu farmen, dauert schon auch seine Zeit, aber im Gegensatz zu anderen Sachen geht's. Und dann dieses, was ich nicht aussprechen kann, Faskarsgagel. Ich habe 8000 Faskarsgagel gefarmt, bis ich Rang 3 gekriegt habe. Könnt ihr euch denken, das sind x Stunden. Hier die Sternlichtrose sind es nur 279 gewesen, liegt aber so dran, du kriegst meistens nur so einen Staub, also das, nur wenn du Glück hast, kriegst du eine richtige Rose, deswegen Staub müsste ich wahrscheinlich auch einige rumliegen haben, und hier Fuchsblume waren es halt nur 1300. So, was aber das deutlich beschissenere ist, sind die Erze. Und zwar, seht ihr, habe ich von dem Leysteinerz 15.000 Stück gefarmt und von dem anderen hier, von dem Teufelsschiefer, 7.000 Stück. Und hier ist der Kack halt, dass es das ganz normale Erz gibt. Dann gibt es Flöze, die sind halt meistens nur in Höhlen drin und die sind relativ selten, und das war auch das Letzte, was mir gefehlt hat. Und was es dann halt auch noch gibt, ist quasi so lebendiges Zeug. Da musst du so Basilisken, so Steinbasilisken töten und die abbauen. Das geht eigentlich ganz gut, weil es da zwei Spots gibt, wo relativ viele Basilisken sind. Die tötest du und baust du die ganze Zeit ab. Aber das Flöz von Teufelsschiefer, ich weiß nicht, wie viele Stunden, und eigentlich rede ich da nicht von Stunden, sondern von Tage, ich gebraucht habe, um diese Scheiße zu farmen. Also, wenn ihr das irgendwann mal machen solltet, das ist ein Riesenrotz. Ihr seht, wie, also das sind die, ich habe nichts verkauft, das sind alle Sachen, die ich gefarmt habe. Und, ja, ich habe das jetzt extra mal nicht verkauft. Gut, viel ist es eh nicht wert. Und von der Zeit, die ich reinvestiert habe, hat es sich wahrscheinlich überhaupt nicht gelohnt. Aber ein bisschen Gold werde ich wahrscheinlich hier rausziehen. Ein paar hunderttausend werden es hoffentlich sein. Ja, mal gucken. Aber das wollte ich euch bloß mal zeigen. Was man da quasi an Zeit reinvestieren muss, ist teilweise echt eklig, weil das Zeug halt so schlecht droppt. Gut, damit wären wir eigentlich soweit am Ende. Vielleicht noch so ein bisschen Zukunftsausblick, was ich gerade so ein bisschen am Planen bin. Und zwar, ich bin auch noch am Schauen, dass ich jetzt ein bisschen in Arena noch weitermache. Jetzt ist es ein bisschen spät am Ende der Season. Mal gucken, was noch so geht. Und hauptsächlich versuche ich halt jetzt erstmal noch weiterzukommen bei den verschiedenen Covenants. Das immer täglich bzw. wöchentlich mitzunehmen, was ich da so auf dem Zettel stehen habe. Und bis Ende Shadowlands habe ich eigentlich noch vor, das Questgedöns zu machen. Und zwar können wir vielleicht nochmal zurückkommen auf Data. Okay, das ist das Falsche. Wo haben wir es? Habe ich es zugemacht? Perfekt, ich habe es zugemacht. Hier haben wir es. Will ich noch ein bisschen bei den Quests weitermachen. Und zwar ist es so, dass das meiste, was noch Punkte bringt, die Quests sind, weil jede Quest, die ich noch nicht erledigt habe und erledige, bringt mir 10 Punkte. Und ich habe mal geguckt, das sind, was ich jetzt noch Pi mal Daumen an Quests offen habe, so etwa 1500, 1600, irgendwie sowas um den Dreh Quests. Heißt 15.000, 16.000 Punkte. Und die möchte ich gerne komplett durchquesten. Das meiste von diesen Quests sind Hordensachen, weil ich halt hauptsächlich Allianz spiele, habe ich die nie gemacht. Es sind aber auch ein paar Klassenquests dabei, ein paar specialige Berufsquests und so und auch ziemlich nischige Geschichten, die wahrscheinlich auch ein bisschen dauern werden. Aber ich denke mal, der große Teil davon
Dürfte relativ schnell gehen, wenn ich auf der Hornseite durchqueste. Ich will aber nicht nur die Quests an sich machen, alle, sondern die auch mit den verschiedenen Rüstungsklassen, dass ich das T-Mog mitnehme. Und ja, Ziel ist es quasi, dieses komplette Quest-Gedönse noch vor Dragonflights durchzukriegen. Nebenbei das Covenant-Gedönse noch zu machen. Und ja, mal gucken. Wenn mir das so ausgeht, wie ich mir das vorstelle, müsste ich noch Pi mal Daumen 2500 Punkte kriegen für die Juwelrezepte, die ich jetzt wahrscheinlich in so einem knappen Monat oder 25 Tage mal aufmachen werde. Das dann müsste mich dann etwa auf 770.000 bringen. Also müsste ich irgendwo hier über ihm sein. Und wenn ich dann alles durchqueste, kriege ich allein für die Quests nochmal 15.000 oder 16.000 Punkte. Und ich versuche das ja mit den verschiedenen Rüstungsklassen zu machen. Heißt, es gibt noch ein bisschen T-Mog. Vielleicht sind es 1000 T-Mog-Teile, vielleicht sind es 2000 T-Mog-Teile, die man bei den ganzen Quests kriegt, ich weiß es nicht, aber ein bisschen was dürfte es sein. Also ich rechne mal mit 15, 16, 17, 18.000 Punkten, ne? Und wenn ich da noch hochkomme, dann müsste ich so bei 786, 88, irgendwie sowas in dem Bereich sein. Also wenn ich die Quests durchziehe, vielleicht komme ich dann auf Platz 3 sogar. Muss mal gucken. Je nach, kommt halt immer darauf an, wie gut die anderen auch durchziehen, ne? Die machen natürlich auch immer was. Aber naja, so ein bisschen als Zukunftsausblick. Natürlich will ich nächste Season wieder M+ ausspielen, ne? So in 2 Wochen startet das ja. Heißt, M+ wollte ich machen, auch wieder Arena, um dann natürlich die Mounts mitzunehmen. Und ja, mal gucken, wie dann die Season läuft. Raid gibt's ja dann auch noch, aber ich denke mal, aktiv werde ich nicht raiden. Ich werde mir dann wahrscheinlich irgendwo einen Run kaufen, vermutlich, weil ich habe mir ja einiges wieder vorgenommen, was zeitlich dann doch ein bisschen eng wird wahrscheinlich. Gut, damit sind wir durch. Schon wieder viel zu lang das Ganze. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch Tipps bei dem einen oder anderen für mich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Collection Update. Ich versuche die jetzt mal wieder regelmäßiger zu machen. Also heißt nicht alle Monate, sondern ich versuche die wieder regelmäßiger zu machen. Gut, dann sehen wir uns dann wieder. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.